In der Rheinpfalz zeigte sich Strasser optimistisch, auch interessant, kostenlos anmelden, Eurosport News per WhatsApp. Ich weiß das nicht exakt auf Woche zu sagen, aber spätestens zur neuen Saison kann ich wieder als Trainer arbeiten. Strasser, 43, hatte in der Halbzeitpause des Punktspiels bei Darmstadt 98 Ende Januar über Herzprobleme geklagt. Daraufhin wurde er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Herzinfarkt konnte wenig später ausgeschlossen werden. Ich bin nicht herzkrank. Die Herzrhythmusstörungen wurden anscheinend durch einen Virus ausgelöst, sagte der frühere FCK-Profi und stellte klar, die letzten Tests haben ergeben, dass es keine bleibenden Schäden geben wird. Ich werde wieder voll hergestellt sein und voll arbeitsfähig sein, auch als Trainer, genauer Zeitpunkt der Rückkehr noch unklar, er müsse nun mit einem speziellen Aufbauprogramm sein Herz trainieren. Strasser, dessen Vertrag bei den Roten Teufeln noch bis zum 30. Juni 2019 Gültigkeit besitzt, scherzte, ich habe ein großes Herz, im doppelten Sinn. Da sein Nachfolger Michael Fronzek ebenfalls für seinen Zeitraum an den Club gebunden ist, macht sich Strasser noch keine Gedanken über eine Rückkehr. Momentan ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Im Moment muss alles bei allen auf sportliche Situation konzentriert sein und bleiben, sagte Strasser, der davon überzeugt ist, dass das Schlusslicht den Klassenerhalt schaffen kann. Es ist viel Positives dabei, Video, Bayern-Legende Makai, das Triple ist drin.